Hallo, schönen guten Tag, liebe Zuschauer, Hörer, lieber Herr Dieter Steinecke, schönen guten Tag. Wir hatten schon mal eine Verabredung, und zwar am 17. März in einer Museumswohnung der MWG. Leider kam Corona dazwischen. Statt Talk am Kachelofen sitzen wir jetzt hier bei der MWG und machen so eine Art Telefontalk. Schön, dass Sie Zeit hatten für uns, dass Sie mit uns ein bisschen plaudern will, eine halbe Stunde über ihr Leben und über das, was sie jetzt so tun und über die Zeit, die ja wild und verrückt genug ist. Vielleicht kurz zur Vorstellung, wir kommen noch zu mehr, was sie alles in ihrem Leben schon getan haben. Sie haben in den 50er Jahren eine Berufsausbildung bei Fallberg List gemacht und haben dann anschließend, wie ein guter Magdeburger das so tut, Maschinenbau studiert in Magdeburg und sind dann Diplom-Ingenieur, Fachhochschule für Maschinenbau gemacht. Jetzt sind Sie schon lange im Ruhestand. Wie geht's Ihnen? Ja, erstmal geht es mir gut, aber das Heutige widerspiegelt genau im Moment die Zeit. Videokonferenzen in vielen Vereinen, Verbänden, Bundesregierung, Europäische Union, alle machen Videokonferenzen. Ist ja toll, wie technikaffin wir auf einmal werden. Was ich vermisse bei diesen ganzen Videokonferenzen, wie auch heute hier, das ist so die Körpersprache, dass man, wenn man mit Menschen zusammen ist, mit Menschen spricht, dann spürt man, wie ist die Mimik, wie reagiert er darauf. Das ist so ein bisschen, wo ich sage mal, ja, die Technik ist zwar sehr schön, aber dieses Menschliche, dieses Persönliche, dieses, wo der Draht überfließt, das fehlt mir dabei. Aber ich finde es trotzdem, dass wir das, Herr Jans, dass wir das hier so machen auf dem Wege. Umso dankbarer bin ich, dass wir 1,50 auseinandersetzen und die Masken auch haben. Ja, also die Masken haben wir da, die könnten wir ja aufsetzen, aber wir sind weit genug auseinander. Und Magdeburg hat ja insofern, da muss man ja auch sagen, wir haben auch ein bisschen Glück. Bei allem Können, was unsere Stadtväter und der Dr. Hennig vor allen Dingen, was die geleistet haben und die Uniklinik und Krankenhäuser, das ist schön, aber wir haben auch sicherlich ein bisschen Glück, dass wir also nicht solche Wahnsinnszahlen haben. Das ist wirklich ein Verdienst aller. Die haben wir nicht, aber wir haben trotzdem Folgen von Corona. Wie trifft es Sie persönlich? Fühlen Sie eine Einschränkung Ihres Lebensalltags? Nee, also da ich ja nun Ruheständler bin, ist man ja sehr oft zu Hause und viel zu Hause. Wobei ich so ein bisschen meine Sorge habe, ich bin ja nun in vielen Vereinen und Verbänden auch an vorderster Front mit tätig. Das vermisse ich natürlich, dieses quirlige Leben. Insofern ist meine Frau wie heute auch ganz froh, dass ich mal außer Haus bin. Ja, also insofern bin ich auch froh, dass ich mal selber mal wieder ein bisschen aktiver werden kann. Aber ansonsten geht es mir gut. Schicken Sie Ihre Frau zum Einkaufen in den Supermarkt mit Maske oder gehen Sie? Da meine Frau keinen Führerschein hatte, mit ihrem Dienstauto, also Fahrrad, unterwegs ist, vorne im Korb, hinten im Korb, mit Maske, mit Handschuhen, macht das Anita. Sie sagt, ich kann das besser als du. Da ich immer Schwierigkeiten noch habe, mit diesem komischen Scheckkarte da zu bezahlen, das ist nicht mein Metier. Also meine Frau ist also diejenige, die Familie versorgt. Was fehlt Ihnen am meisten in dieser Corona-Zeit? Sie haben die Nähe zu den anderen Menschen. Wie ist das mit der Familie? Herr Jans, wir beide kennen uns ja nur lange genug. Sie wissen, ich bin einer, der gerne mit Menschen zusammen ist, der auf Menschen zugeht. Das vermisse ich, dass man also alleine zuckt immer, wenn man schon die Hand strecken will. Ja, das ist, geht denen ja allen sicherlich so. Dass diese Corona-Grüße mit Händen, Ellbogen und wie sie auch oder Füßen, das ist so. Also da vermisse ich, dass man also auch nicht ein Stückchen mehr die Freundschaft pflegen kann. Das ist ja immer das, was gerade im Ruhestand ja wichtig ist. Denn als ich noch im Dienst war, sind viele Freundschaften eingeschlafen. Nicht, dass sie abgebrochen wurden, aber einfach aus den Bedingungen. Und deshalb war es schön. Und das vermisse ich so ein bisschen, diese Fröhlichkeit, Freundlichkeit. Aber wir haben nette Kinder und eine Enkelin, also da nehmen wir ja viel Anteil, aber alles im großen Maße. Ich besuche meine Enkelin, die musste ihren Kanada-Urlaub hier abbrechen, oder nicht Urlaub, ihr ein Jahr Kanada-Aufenthalt nach dem Abi. Okay. Ja, die steht jetzt hier am Stadion, Krügelstadion, und verkauft Spargel. Mittwochs bis Sonnabends. Also so Opa besucht sie einmal zu bringen, ein bisschen was zu essen mit Maske. Habe ich meine Beschäftigung. Also insofern, das ist das, was man so ein bisschen vermisst, dieses Gemeinsame. Jetzt wird ja ein bisschen, jedenfalls werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Ja. Ich habe gerade Freunde mehr bekommen, die Kinder gehen ab
nach den Ferien wieder meine sogar jeden Tag ins Schulgymnasium. Gehen Ihnen die Lockerungen zu schnell oder welche Meinung haben Sie dazu? Also ich sag mal so, ich bin ja auch ein Stück dabei Lutz Trümper. Es ist schwer, den Leuten zu vermitteln, bei den Zahlen, Gott sei Dank, die hier wir haben, bei diesen Zahlen, dass man sicherlich ein Stückchen anders als in Bergamo oder vielleicht in Bayern Dinge lockern kann. Aber ich sage auch ganz ehrlich, alles ein Stückchen, ich sage mal, gemacht. Also wenn ich die Diskussion mit dem Fußball da höre, mit der dritten Liga, wie die da jetzt, dass die da unbedingt spielen müssen, da sage ich mal, da verstehe ich manchmal die Welt nicht. Was nützt, wenn der Magdeburger Club, weil er das sicher nicht leisten kann, die Hygienemaßnahmen in Berlin oder in Atzendorf spielen muss, ein Geisterspiel, dann sage ich mal, wozu habe ich denn noch den Fußball? Also insofern alles ein bisschen gemacht. Ich habe großes Verständnis für die Gastronomen, für die Künstler, alle, die selbstständig sind. Das ist ja, ich sehe das hier bei uns bei der MWG, ja, wenn ich hier Pape da unten dieses Kaffee sehe, der gerade angefangen hat und dann kam die Corona-Geschichte, für den ist das verdammt schwierig. Insofern kann es denen sicherlich nicht schnell genug gehen, aber ich sage, wir sollten auch ein Stückchen vertrauen auf die Fachleute, die uns immer sagen, ja, aber bitteschön, alles mit Bedacht. Hat immer einen Anfang und auch ein Ende. Man muss immer auch zum Ende denken. Das ist so die Botschaft, die ich vielleicht rausschicken will. Aber jetzt wird ja vieles geöffnet und das Leben geht wieder. Aber ich warne davor, dass man meint, jetzt ist alles offen, dass wir also wieder unser Leben, wie wir das haben, alle fröhlich gemeinsam. Manchmal staunt man schon, wenn man dann so unterwegs ist und sieht dann Leute in mehreren Gruppen ohne Masken. Da muss ich sagen, liebe Leute, seid ein Stückchen vorsichtig. Geht nicht nur um das eigene Leben, sondern auch um das Leben der anderen. Corona ist aktuell der Zeichen, dass ich spreche auch. Wir wissen nicht, wann das, was in 14 Tagen ist. Ja. Es war wichtig, den Einstieg zu haben. Ja. Aber wollen wir ein bisschen über Sie reden, über Ihre Geschichte, über Ihre Vita, die ist ja hochinteressant. Das interessiert mich mal sehr. Kommen wir mal zu Ihrem ersten Jahr in die Politik zurück. Sie sind 1976 in die CDU eingetreten. War eine Zeit noch DDR-Alltag. Für eine steile Karriere hätte es eine andere Partei sein müssen. Sie haben sich aber für die CDU entschieden. Warum? Vielleicht mal so, ich komme ja aus einem kirchlichen Haus. Mein Vater war Mitarbeiter im evangelischen Konsistorium, sodass wir also sehr kirchlich bin ich erzogen worden. Und für mich war das immer nicht einfach. Jahrgang 44, 50 zur Schule gekommen. Wenn ich in der Schule, bin in der Clara-Zetkin-Schule, bin ich eingeschult worden, zur Schule gegangen. Und viele Kinder, wo die Väter Schmied waren, Schlosser waren, Schweißer waren. Und wenn dann so in der Frage, was macht denn der Vater? Da wusste ich immer ja gar nicht, was ich erzählen sollte. Das war schon nicht einfach. Und ich habe ja dann auch Konfirmation gemacht. Das war ja 58. Dieses Verhältnis zwischen Kirche und Staat war ja nicht einfach zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann auch kein Abitur machen können. Aus welchen Gründen auch immer. Das will ich jetzt mal nicht mal. Sodass ich also über den zweiten Bildungsweg zumindest die Hochschulreife erworben habe. Aber mein Vater war da immer streng hinterher. Und bei mir in der Straße, mein Schulfreund, der war hauptamtlich bei der CDU angestellt, als Mitarbeiter. Und der sagte, Mensch, bei uns da im Ahrenweg, bei Conny, da können wir doch mal ein Bier trinken, kommst du mal mit, da machen wir Ortsverbandssitzungen. So bin ich im Prinzip in diese CDU ohne Not, weil ich war, habe ja dann neben meinem Maschinenbau, was ich studiert habe, bin ich ja Automatisierungsmensch auch gewesen. Ich war dann beim Geräteregelwerk Teltow. Und war auf Montage. Und es waren alle relativ kleine Baustellen, sodass also auf so Baustellen von montags bis freitags relativ wenig, ich sag mal, politischer Druck auf mich lastete. Insofern bin ich da ohne Not in die CDU gegangen und dabei bin ich geblieben. SED kam für mich von vornherein nicht in Frage. Auch egal welche Karriere, wobei ich auch, ich sag mal, letztendlich mich selbst bemüht habe, ein Stückchen zu zeigen, dass man auch ohne SED-Mitgliedschaft, ich sag mal, was zu leisten in der Lage ist. Das ist in der Eindrucksverhüllung. Sie sind dann
75 zur KWV, der kommunale Wohnungsverwaltung. Ja. Was ähnliches wie die MWG heute. Ja, ja. Heute die WOBO. Was haben Sie da gemacht? Ich war bis April 75 war ich in Bitterfeld. Da haben wir eine Großbaustelle von dem Geräteregelwerk Teldo, da haben wir ein Kraftwerk gebaut. Und montags um 7 war Dienstbeginn. Und ich musste dann, jung verheiratet, ein Kind, und musste dann sonntags abends von Magdeburg mit dem Zug, hatte noch kein Auto, mit dem Zug nach Halle fahren, umsteigen nach Bitterfeld. Und zwischen Bitterfeld und Wolfen war das Haus des Friedens, das war ein riesen Barackenlager und über 2000 Monteuren und alle, war immer was los. Und jeden Abend, sonntagsabends, wenn ich dann losfuhr, habe ich natürlich so ein Bart gehabt. Und Bitterfeld war zu dem Zeitpunkt natürlich ein Grau. Dann starb mein Vater ein Herzinfarkt mit 64 Jahren. Und jung verheiratet, wohnte im Haus meiner Eltern. Und meine Mutter, meine Frau, unser Mensch, kannst du denn nicht in Magdeburg was suchen? Und dann habe ich durch Zufall Bekannten getroffen, die suchten bei der KWV, also die kommunale Wohnungsverwaltung, suchten die einen Ingenieur für BMSR-Technik. Mhm. Und da ich ja nur aus dieser Branche nachher kam, denke ich, Mensch, machst du das, vor allen Dingen, du hast nicht irgendwo ein Werktor, wo du durch musst, sondern du hast da relativ freie Entfaltung. Und da habe ich dann angefangen im 75 und war dann in der Abteilung Heizung und Wärmeversorgung. Und das entwickelte sich dann mit dem Neubau. Also als die Neubauten anfingen, aus dem Boden zu schießen, war natürlich auch so diese Außentemperatur bei Regelungsanlagen. Das macht heute jeder kleine Computer. Aber damals war das schon was Außergewöhnliches. Und das war für mich so meine Einstiegstätigkeit. Und dann ging der Chef zur Energieversorgung, Energiekombinat, damals, und dann war ich da verantwortlich für die Wärmeversorgung. Ja, und es war ja interessant. Ich dachte immer, zu DDR-Zeiten hat man immer so die Flügel, das Wort, da wurde ja heiß und es gab nur eine Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, indem man Fenster auf Richtig. Und Fenster zumacht. Weil Sie jetzt sagen, von der Regel. Ja, das war ja zentral durch diese Fernwärmeversorgung, die wir hatten. Das war ja Magdeburg, hat ja insofern Glück durch die zentrale Fernwärmeversorgung, durch diese Erdgasgewinnung in Salzwedel, sollte ja ein Großkraftwerk gebaut werden für die Versorgung Westberlins damals, auch die Stromversorgung. Das hat ja vieles dann nicht funktioniert, sodass also Erdgas über war, sodass Magdeburg, Halberstadt, Wernigerode, die Städte begünstigt waren mit dem Erdgas. Und dadurch sind in den Plattenbauten, ja auf dem Breiten Weg oder Karl-Marx-Straße damals, sind ja diese Umformstationen mit diesen, und dazu brauchtest du diese Regeln. Ansonsten war ja die Aktion Störfreimachung. Ich weiß nicht, die Älteren von uns werden sich noch daran erinnern, die Aktion Störfreimachung, wo man sich vom Westen unabhängig machen wollte. Also da wurden ja dann die Ventile eingespart und alles, was da so zuhörte, sodass die Menschen immer geregelt haben mit dem Fenster. Okay. Ich erinnere mich immer noch, so, wenn im Winter, wenn es kalt war, die in den Mittelwohnungen wohnten, die kamen in Turnhose und Turnhemd zum Müll runterbringen, und die in den Außenwohnungen wohnten, die kamen umgemummelt mit Trainingshose und mit Schal um, sodass also durch diese, nicht, die hatten 26 Grad in ihrem Zimmer und die hatten aber gerade mal 19, und dann haben wir dann erklärt, dass das alles so wichtig und notwendig ist. Also insofern war das eine Schule fürs Leben, diese Wärmeversorgungsgeschichte da. Erklären ist ein gutes Stichwort. Da kam die Wende 1989 und jetzt kommt die Zeit, wo wir uns kennenlernten, wo Sie dann aufstiegen zum Dream Team mit Willy Beuth. Ja, also Dream Team. Also habe mich ja immer auch zu DDR-Zeiten ein Stückchen politisch engagiert. War ja von der CDU, Ost-CDU aus, war ich ja in den letzten Stadtrat oder Stadtverordnetenversammlung von wann war das? 89 war die Wahl, ne? Ja, ja, nee, davor, die davor war, also die letzten, also die letzte Stadtverordnetenversammlung in der zu DDR-Zeit noch, da war ich ja im Ding. Und ich war ja dann für die Wärmeversorgung insgesamt zuständig. Dadurch kannte ich auch die Genossenschaften in allen, die von uns versorgt wurden.
die wollten sich ja dann, als die Mauer fiel, wollten sie sich ja sofort abkoppeln von der zentralen Energieversorgung über die KWV und haben dann selber eigene Regie das genommen. Aber ich habe mich ja dann in die politische Wende ein Stück mit eingebracht und bin ja dann, stand ja die nach dieser Wahlfälschung im Mai 90 damals, der Gerd Ruden, der hat ja das damals so, ich sag mal, so aufgedeckt mit, dass die Wahlfälschung, wir waren ja dann im Mai 90, waren ja dann die, Mai 90 waren ja die ersten freien Kommunalwahlen. Ja, davor war ich aber stellvertretender Bezirkswahlleiter zu den ersten freien Wahlen zum 18. März zur Volkskammer. Keine Ahnung davon, aber es war natürlich eine interessante Geschichte. Ja, wir saßen beim Rat des Bezirkes, der Ratsvorsitzende saß noch da oben. Ich weiß nicht, was der noch gemacht hat, aber wir saßen dann da unten und haben dann die ersten Wahlen organisiert. Und so habe ich mich dann zur Wahl gestellt für den Stadtrat oder Stadtvorstandsversammlung damals. Und so bin ich dann auch gewählt worden. Und so bin ich dann mit Willy Polte gewann ja. Polte wurde ja als erster frei gewählter Oberbürgermeister dann gewählt. Oder die SPD konnte den Oberbürgermeister stellen. So sind wir, ich sage mal, zusammengekommen. Polte lud uns ja dann ein zu Koalitionsgesprächen, um den neuen Stadtrat vorzubereiten. Denn am 31. Mai 90 waren ja dann die erste Stadtverordnetenversammlung in der chinesischen Botschaft, in Anführungsstriche, also in der Bezirksparteischule. Da die gelbe Kacheln hatten, war das im Volksmund immer als chinesische Botschaft so ein bisschen tituliert. Und da bin ich dann, war ich dann Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und haben dann mit Polter quasi dann den Aufbau des Stadtverordneten, also der gesamten Stadtstruktur vorhin. Wir hatten ja 16.000 Mitarbeiter. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich war für Personal zuständig unter anderem. Also das war eine Arbeit, die ganze Auflösung, VEB Kulturverwaltung, VEB Speisewirtschaft, VEB was weiß ich auch alles, was alles so gab, diese Betriebe, die da zu DDR-Zeiten an dem Rat der Stadt hingen, die Auflösung der vier Stadtbezirke. All das war natürlich eine wahnsinnig komplizierte Geschichte und ich muss sagen, so nicht nur manche, sondern viele schlaflose Nächte, weil es ja auch darum ging, Menschen dann zu entlassen, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Ja, viele sind ja von selber gegangen, als sie sagen, wir sind jetzt in einem völlig anderen Staat. Also das war schon eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Sie hatten noch die Bereiche, die wirklich am kompliziertesten waren, Personal und Recht. Und das Personal und Rechtsfragen. Ich bin ja kein Jurist. Das Rechtsamt bestand aus drei Mitarbeitern. Eine DDR-Juristin und zwei Rechtshelfer oder wie die damals sich nannten. Also das war äußerst und ich kompliziert. Von Braunschweig kam dann immer der Amtsleiter für den Rechtsamt und guckte mal so nach dem Rechten, ob wir das so richtig machen. Also das war schon, dann war ich ja nur für Personal und Recht zuständig, dann für die Wirtschaftsförderung, dann für die Umwelt, für das Grünflächenamt, für den Friedhofsbetrieb. Das war ein Bereich mit 1600 Mitarbeitern, wo man jeden Tag irgendwo, ich sag mal, angepinkelt werden konnte. Das war ja, vor allen Dingen, muss man ja sagen, als wir anfingen, war ja noch DDR. Wir wussten ja gar nicht, wo die Reise hinging. Dann kam die Währungsumstellung. Da war ja noch das Land Sachsen-Anhalt nicht gegründet. Also das war außerordentlich eine komplizierte Geschichte. Aber ich muss sagen, das war einer der für mich prägendsten Momente meines Lebens, dass man da mitwirken durfte. Und ich erinnere mich noch an die erste Magistratssitzung, wir haben uns ja erstmal umbenannt, nicht mehr Rat der Stadt, sondern Magistrat. Und die erste Sitzung des Magistrates mit Willy Polte, mit der neuen Mannschaft. Willy Polte hat klar die Botschaft ausgegeben und die Botschaft würde ich mir wünschen, wenn sie heute noch gelten würde. Wir müssen uns schinden, wir dürfen uns die Finger nicht dreckig machen, wir geben die Parteibücher beim Pförtner ab und holen Abend wieder ab und dann können wir Politik machen. Jetzt geht es um die Stadt Magdeburg. Das war die erste Magistratssitzung, die klare Botschaft, die Willy Polte uns allen mitgegeben hat. Und ich muss sagen, da haben wir uns auch dran gehalten.
Geht es Ihnen heute oft zu viel um Parteiproporz und Parteipolitik als um die Sache? Wenn Sie heute nicht nur auf die Stadt, sondern überhaupt auf die deutsche Politik schauen. Also mein Herz schlägt ja für die Kommunalpolitik, muss ich natürlich sagen. In der Kommunalpolitik muss ich sagen, aber das werde ich nicht mehr und andere auch nicht mehr ändern, in der Kommunalpolitik sollte es ausschließlich um fachliche Dinge gehen. Und nicht so diese Parteigeschichte. Also sagen wir, wenn ich so den Stadtrat heute so sehe, das ist wie so ein kleines Parlament im Landtag, so ein Abklatsch. Also, aber das ist nun halt so gewachsen. Ich finde das schade. Eigentlich geht es hauptsächlich um die Fachleute. Die Fachleute vom Hauptfach, Frauen und Fachleute, die an den Spitzen stehen. Und das würde ich mir wünschen. Aber da mache ich mir auch gar keine Illusionen, dass das so ist. Okay. Gehen wir weiter in Ihre Vita. Das ist ja eine schöne Geschichte. 1995 bis 2001 waren Sie dann Beigeordneter. Das änderte sich dann ein bisschen. Da waren Sie nicht mehr Bürgermeister, sondern Beigeordneter des Oberbürgermeisters. Und jetzt für Umwelt, Wirtschaft und allgemeine Verwaltung. Da könnte ich natürlich auch wieder eine Geschichte erzählen. Die will ich aber jetzt hier nicht erzählen. Als die Zeit dann, die erste Periode zu Ende ging. Aber ich habe mich dann zur Wahl gestellt und bin dann ja auch gewählt worden in diese Funktion. Das war genau diese komplizierte, ich hatte ja die Bereiche Personal und Rechtsfragen waren ja trotzdem bei mir. Also das war schon Umweltpolitik, all diese Dinge. Es verfestigte sich ja auch ein Stückchen. Ich sag mal, das ist ja gut so, dass sich die Facharbeit immer mehr verfestigte. Die Fachleute wussten, wo die Reise hinging. Mhm. Das war schon so. Aber ja, das war schon eine spannende Zeit. Und aber die Freundschaft zu Willy Polter hat dann für sich nicht drunter gelitten, muss ich sagen. Sie spielen Tennis zusammen, stimmt das? Tennis spielen wir nicht. Oder Karten, Skat, war das eine Skatrunde? Irgendwas war auch mit Ihnen und Herrn Polter, heute noch. Nee, mit Willy spielen wir. Also wir sind familiär befreundet. Ach so. Ja, ja, also Willy ist ja keine große Sportskanone, Willy Polter. Ich bin der Vorsitzende des Stadtsportbundes geworden. 1991, der erste nach der Wende, der erste Vorsitzende des Stadtsportbundes, der war sehr staatsnah und ist dann ausgeschieden. Und dann war eine Frau Mahlfeld, die lange Jahre, da war die kurzzeitig Vorsitzende des Stadtsportbundes, dann kam Dr. Molnar zu mir: Mensch, Dieter, du musst jetzt hier Vorsitzende des Stadtsportbundes werden. Und ich sage: Molly, ich habe so viel im Ohr, nee, du brauchst bloß den Namen und alles andere machen, wird schon gemacht. Pustekuchen war es. Ich war dann ja über 15 Jahre Vorsitzender des Stadtsportbundes in Magdeburg, waren immer 33.000 organisierte Sportlerinnen und Sportler. Und mit Professor Schillack, meinem Stellvertreter und guten Freund, wir haben also insbesondere die Sportpolitik, muss ich sagen. Da haben viele Parteien da letztendlich immer abgeschrieben in unserem Programm, weil Schillack war als Sportwissenschaftler an der Uni. Der hat die theoretischen Sportdinge gemacht und ich hatte damals so diese Kontakte zu den Vereinen. Also das war schön. Also die Freundschaft heute hängt sehr hoch und ich will das mal das Ende jetzt schnell noch reinbringen. Wir wollen jetzt in diesem Monat einen Baum pflanzen am Dom auf der Grünfläche. Zur Erinnerung 30 Jahre frei gewählte Stadtvorstandsversammlung mit dem frei gewählten Oberbürgermeister Polte, den ersten Bürgermeister Steinicke und zweiten Bürgermeister Dieter Bromberg. Und da werden wir jetzt Ende Mai, wird da eine schöne Buche gepflanzt. Da ist für uns was Außergewöhnliches, was besonders nochmal zur Erinnerung. 2001, bisher ging Ihre Karriere immer steil bergauf. 2001 dann der erste, ich sage mal in Anführungsstrichen, Nackenschlag. Sie hatten sich wieder beworben für den Beigeordnetenposten und haben dann nicht in ihrer eigenen Partei, das ist das Überraschende, also nicht die Mehrheit, mit denen sie so zusammengearbeitet haben, die ihre Leistung einzuschätzen wussten, sondern von der eigenen Partei. Ja, ja. Die nicht genug Rückhalt gab, sodass die Kandidatur nicht erfolgreich war. Wie verkraftet man sowas? Wenn die eigenen Leute einem das Gefolge verweigern? Also ich war ja nie so ein strammer Parteisoldat. Also ich habe, sag mal so, die Sache Magdeburg und auch zu Polde und unserer ganzen Gemeinschaft der Beigeordnetenrunde, das habe ich oftmals höher gehängt als die Liebe, sag mal, zur eigenen Fraktion. Und habe vielleicht selber nicht gespürt,
Das ist so, Freundschaften muss man auch pflegen, dass ich vielleicht die Pflege der Freundschaft dahin ein bisschen unterschätzt habe. Und dann kam dann die Wahl, die Wiederwahl 2-1. Das war schon für mich enttäuschend. Und da habe ich mich ja dann die Funktion als Beigeordneter für Wirtschaft und das, was der Nitsche heute hat, beworben. Und dann hatte ich mich für das Soziale beworben. Da habe ich ja dann aber meine Kandidatur zurückgezogen. Und denke ich immer noch, Alfred Westphal war ja immer so einer, der kannte, naja, wir hatten nicht so die große Liebe, aber da muss ich sagen. Aber der war bei den Grünen. Der war bei den Grünen. Genau. Aber da muss ich sagen, wie ich will mal sagen, so ein Charakter von manchen Menschen, ob viele ihn nicht mögen oder mögen, das sei mal hingestellt. Aber ich denke ja heute noch dran, als ich dann nicht wiedergewählt wurde in der ersten Wahlgang für diese Funktion und bei der ich dann zurückgezogen habe für das Soziale und bin aus dem vollbesetzten Rathaus herausgegangen, kam Westphal hinter mir her und haut auf der Schulter und sagt, der Junge, da hast du Größe gezeigt. Das habe ich nie vergessen, muss ich sagen. Das sitzt auch noch so ein Stückchen, wenn wir uns sehen. Sie wissen ja, Westphal war ja immer so ein bisschen, ja. Genau. Das war schon. Also, er hat die Organisation ernst genommen. Er war ja fleißig, muss man sagen. Ja. Also, so, bei allen, wir haben ja alle Stärken und Schwächen. Aber das habe ich ihm nicht vergessen, wie er, ich da so auf Deutsch gesagt, aufgebaut. Also, es war schon schmerzhaft, wie ich rausgegangen bin. Da muss ich sagen, da war ich auch fast so weit, zu sagen, trittst du aus der CDU aus. Heute machen das ja viele, die dann, wenn kannst, sie den Job nicht kriegen, gehen sie dann meistens aus. Naja, meine Amtszeit endete ja dann am 31. Dezember. Ja, zwischenzeitlich war ja die Wahl von Lutz Trümper. Und ich hatte am Anfang, als Trümper im Juni gewählt wurde, nicht unbedingt die Eindruck, dass der so wild versessen war, mit mir zusammenzuarbeiten. So bin ich dann ausgeschieden und habe dann einen kleinen Job gehabt beim Landessportbund für Sportmarketing. Ich hatte ja zwischenzeitlich diesen Verein gegründet mit dem Bernd Poloske aus Havelberg, das Blaue Band, dieses wassertouristische Projekt, das haben wir ja vorangetrieben. Und das hat der Landessportbund hat gesagt, Mensch, das ist eine schöne Geschichte mit unserem Kanu und so weiter, diese Verbindung. Und hatten da eine Funktion für mich, die habe ich dann am 1. Januar 2002 angenommen. So, und dann kam ja zwischenzeitlich die Vorbereitung der Wahlen zum Landtag. Und der damalige Landesgeschäftsführer, Bernd Reisner, der wurde auf so einen Listenplatz ganz weit hinten gesetzt, der ja für den Wahlkreis kandidierte, wo ich dann später... Südost. Katrin Budde war ja da mit drin und er. Und der hatte dann irgendwann im Februar gesagt, also... Da trete ich auch nicht aus an, wenn die mich da auf den hinteren Platz da setzen. Und dann rief mich jemand von der CDU an und sagte, Mensch, willst du nicht für den Landtag kandidieren? Hat dann für mich gar nicht so eine große Ambition zum Landtag. Und dann habe ich überlegt, gut, warum eigentlich nicht, machst das? Und habe dem erstmal gesagt, du, ich wollte aus der CDU austreten, nicht kandidieren. Habe mich dann aber anders entschieden und habe das Direktmandat geholt. Das war ja, das darf man nicht verkennen, das war eine Sensation zu der Zeit. 2002 hatte die SPD die Nase vorn hier, ja, Katrin, in Stadt und Land. Katrin war ja meine Gegenkandidatin. Kein Mensch hat auch in der CDU nicht dran gedacht, der Steinecke wird das dann schon richtig machen. Alle haben so, da verliert der Haus hoch. Da. Richtig. Das wäre ja sozusagen, ja. Wir haben einen Soldaten, haben wir noch verbrannt, alles nicht so schlimm. Richtig. Es trifft ja nur Dieter Steinecke. Richtig. Nee, Dieter Steinecke holt den Wahlkreis. Das hat bei der CDU sicherlich Verwunderung. Ja. Und bei einigen vielleicht Bewunderung ausgelöst und bei Ihnen Überraschung, jetzt plötzlich im Landtag zu sitzen? Ja, das war natürlich so als Kommunaler, das ist natürlich ein Stückchen was anderes. Wenn, in der Kommunalpolitik ist ja so, wenn du, ich sage mal, in der Stadtratssitzung heute eine Entscheidung triffst, dann kriegen die Leute das ja morgen mit, was du für gut oder schlecht entschieden hast. Im Landtag oder im Bundestag oder im Europaparlament. Da ist ja das alles weit, weit weg. Insofern war das für mich natürlich eine verdammte Umstellung jetzt auf einmal im Landtag. Aber ich traf ja meinen Freund Willi Polter wieder, der saß ja dann auch im Landtag. Das war schon eine erhebliche Umstellung. Was ich aber gut fand im Landtag, war so, dass diese Strukturen, dass also diese 5-Minuten-Reden
und Einbringung 10 Minuten reden. Ja, und der, die Minister können bis maximal 15 Minuten reinbringen und der Präsident oder Präsidentin hat dann auch peinlich darauf geachtet, wenn die 5 Minuten erreicht waren, zu sagen, also bitte kommen Sie zum Schluss. Das war eine Umstellung und das fand ich an sich, den Rat würde ich auch den Kommunalpolitikern geben, dass man nicht unendlich alles schon gesagt, nur nicht von mir. Das fand ich sehr angenehm, aber das war so eine verdammte Umstellung für mich in der ersten Periode. Ich war ja dann im Umweltausschuss und im Petitionsausschuss, wobei der Petitionsausschuss mir unheimlich gut gefallen hat, weil das so die ganzen Sorgen, Nöte der Menschen so in diesen Petitionen so drin waren. Das fand ich immer sehr, sehr spannend, weil, wie ich so bin, die Nähe zu den Menschen. Aber das war schon eine Umstellung, aber trotzdem hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht und mittlerweile war ich ja dann doch länger. Herr Wolfstein, Sie haben dann eine hohe Reputation genossen, haben sich dann... Die Rollerbe haben verdient hohe Anerkennung im Parlament und sind ja zweimal wieder gewählt worden, 2006 und 2011. Das kommt ja nicht von ungefähr, das muss man erstmal schaffen. Ja, ja. Hintereinander. Und so die Krönung dann sozusagen der Ehrung, der Akzeptanz seiner eigenen Arbeit, dann ja 2006, also mit 96,8%, fast Honecker-Status zum Landtagspräsidenten. Mir war das fast ein bisschen peinlich, als ich das Ergebnis hörte. Nein, nicht peinlich, aber ich denke, Mensch, ja, kursiert immer so ein bisschen die Maßeinheit im Landtag, ein Steinecke. Das war ja gut, haben die Leute vielleicht gemerkt, dass ich auch nicht so ein Parteisoldat bin, auch über den Tellerrand hinaus. Und solche Funktionen wie Landtagspräsident ist ja auch ein Stückchen, natürlich bin ich parteilich angebunden, ist doch ja nicht die Frage. Aber wenn du da diese Funktion hast, bist du natürlich ein Stückchen auch für alle im Parlament da. Ja, und du musst also ausgleichend wirken. Und das muss ich sagen, gut, das ist vielleicht so eine gute Eigenschaft, die man mit Geburt mitbekommen hat, dass man so gestrickt ist. Und insofern habe ich mir da auch, will ich um Putzern, aber doch ein hohes Ansehen. Und das war eine tolle Zeit. Aber auch da kommt dann so... ich war ja dann 5 Jahre Landtagspräsident und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt, war ja eine Diätenkommission noch damals, die die Diäten der Abgeordneten festlegte. Und da hatte ich dann mit Wolfgang Böhmer, der damals ja Ministerpräsident war, mir gesagt, Mensch Leute, der Vorschlag dieser Diätenkommission passt dann für sich überhaupt nicht zu den und Verschuldungsgrad des Landes. Können wir das denn so machen? Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, mit dem Vorschlag der Diäten runterzugehen. Und da sagte mein Büroleiter zu mir, Herr Steinke, das war so ein bisschen, ob Sie da viel Freude auslösen. Der erste Sagnahme. So ist es ja letztlich auch gekommen. Ich erinnere mich an die Sitzung, als es dann um den Vorschlag des Präsidenten ging, den Kürzungsvorschlag in den Landtag einzubringen, wobei die irgendeiner dagegen stimmen können. Da merkte ich, wie querbeet alle ein Stückchen, ich sag mal, das spürte ich da oben, wenn du da oben sitzt, spürtest du so diese Kälte, die da so dir entgegen. Aber gut, ich habe es durchgezogen und insofern war mir klar, dass ich dann nicht nochmal beim nächsten Mal wieder gewählt habe. Aber bevor wir dazu kommen, zu der Wahl nochmal eine Frage, was Diäten betrifft. Ja. Das Thema kommt ja immer wieder. Und der Vorwurf derer, die dann weit weg sind vom Landtag und von der Politik, ist ja immer, die sind gierig, die können nicht nachkriegen. Die haben jedes Maß verloren im Vergleich zu den Krankenpflegern, was wir gerade haben. Oder sonst was. Wenn Sie sagen, man merkt so eine Kälte, wenn man den Abgeordneten vorschlägt, bleiben auf dem Teppich, bleiben in den Füßen, übertreibt das nicht. Naja, also natürlich ist das auch menschlich. Kein Wunder, weil die Politiker sind ja keine Übermenschen. Klar, jeder freut sich, wenn er ein bisschen mehr Geld kriegt, freut er sich darüber. Das war so. Aber nochmal zu den Diäten. Ich fand das unfair, dass man immer in der, und du gewinnst die Diskussion in der Öffentlichkeit ja nicht. Ich finde, wir leben auch in Demokratie, wenn jemand in ein politisches Amt gewählt wird, und im Landtag, das ist ein hohes Amt als Landtagsabgeordneter,
dann meine ich, sind die auch vernünftig zu entlohnen. Das ist doch gar keine Frage. Ja, und sage ich immer, die, die da quaken, warum hast du dich denn nicht zur Wahl gestellt und jetzt hier auch gesessen? Also insofern sollte man die Kirche im Dorf lassen. Oder zum Beispiel, aber die Krankenschwester entscheidet nicht selber über ihr Alter. Das kennt nur der Land. Ja, das ist nun mal so. Wer soll denn sonst entscheiden? Wir haben uns ja angelehnt, angelegt, Politik ist ja keine Berufsgruppe in dem Sinne, wo es einen Tarifvertrag gibt. In der Tat ist das so. Dann mussten wir uns natürlich irgendwie orientieren. Wir haben es an sich vergleichbar mit Richtern an das Gehalt an der Richter angelehnt. Ein Richter ist ja unabhängig und wird auch entlohnt. Und an diese Entlohnung der Richter haben wir uns ja dran mit der niedrigsten Stufe damals noch, muss ich sagen, das hier in Sachsen-Anhalt. Ja, und dann ist das ja erinnert worden, dass man jetzt also das so regelt, dass das jetzt Automatismus wird, dass immer jährlich an die Lebenshaltungskosten das angepasst wird, sodass man sich dann erspart, die Diskussion über die Kommission im Landtag. Dann ist das schöner Automatismus. 2016. Ja. Wären Sie auch wieder gerne in der Tarif jetzt, oder? Bin ich da jetzt? Und die Partei hat. Aber nochmal, ich bin ja, ja. Nochmal wieder gewählt worden. Denn beim Landtagspräsidenten, weil, weil Ihr Nachfolger das Amt ein bisschen beschädigt hat. Richtig, der Landtagspräsident, der nach mir kam, da war ja dann diese, stand in der Zeitung, hat sich auch gar keine Geheimnis, diese Steuergeschichten. Das war Detlef Gürt mit der Steuergeschichte, der dann zurückgetreten ist. Dann wurde ja der Güssow gewählt. Und Güssow ist ja dann mit dieser Wahlgeschichte da, ob er da Aktien hat, wage ich auch nicht zu sagen, ist mir jetzt nicht wurscht, aber das kann ich nicht beurteilen, wie das war. Aber er ist jeweils, der Druck auf ihn war so groß, dass er dann in seiner Amtsperiode zurücktreten musste. Und dann rief mich der damalige Fraktionsvorsitzende an. Mensch, könnten wir uns vorstellen, dass du nochmal einspringst, dass wir nicht jetzt hier mit Neuwahl und was weiß ich. Der treue Dieter muss jetzt die Kastanien aus dem Feuer. Aber ich gebe ehrlich zu, ich habe dann auch gar nicht lange überlegt und habe gesagt, okay, ich mache es. Ich mache es aber nur dann, wenn ich keinen Gegenkandidaten habe. Ich sage, das würde ich nicht machen, wenn ich da irgendwo noch einen Gegenkandidat hat man da akzeptiert. Und dann bin ich dann nochmal gewählt worden als Landtagspräsident. Und als ich dann von der hinteren Reihe, wo ich ja saß, auf der letzten Bank hinten mit nach vorn marschiert bin, das war natürlich für mich ein bisschen innerer Vorbeimarsch. Also das hat mich schon gefreut. Und da habe ich gesagt, Mensch, ja. Ich glaube, Sie sind ja so ein Politiker, der hat ja alles erlebt. Ja, für hochgejubelt zu werden von den eigenen, bei der Zivilen Genossen heißen die nicht, die Parteifreunde. Und fallen gelassen werden, was wir vorhin beim Bayern hatten und jetzt später gleich nochmal. Ja. Sie haben alles durch, das komplette Leben sozusagen. Ja, das hat mich aber irgendwo auch ein Stückchen, ich sag mal, gestärkt. Ich muss sagen, ich habe da. Natürlich war ich tief traurig, das gebe ich ehrlich zu, da ist das nicht. Das ist ja. Aber ich hab mich da nie unterkriegen lassen, da habe ich so ein bisschen innere Stärke ausgewunden. Mhm. Ich muss sagen, und wenn ich sehe, wenn ich heute meine vielen Ehrenämter habe und wenn ich irgendwo hinkomme, brauche ich mich vorstellen, ich bin Dieter Steinecke, sondern ich sage mal, freut man sich zum Teil, mich wiederzusehen. Also insofern sage ich, hast du das alles ganz richtig gemacht. Was haben Sie 2016 gedacht im Ortsverein? Als Sie sich nochmal. Ja, ich muss sagen, gebe ehrlich zu, im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass mich überhaupt. Das nicht mein erster Gedanke war, nun bist du lange genug dabei. Ich war ja dann auch schon Rentner in dem Sinne. Und habe ich dann nochmal mich selber breitgeschlagen und gesagt, stell dich nochmal zur Wahl. Gut, ich habe es dann, ich sag mal, mit Fassung ertragen, dass dann der Schubert mein Nachfolger wurde. Insofern, da war für mich die politische Karriere dann zu Ende. Aber Sie haben jetzt Zeit. Und Willi Polter hat mir zu mir gesagt, werden Sie so ähnlich sehen, man muss seinen Ruhestand vorbereiten. Ja. Man darf nicht nur warten, morgen bin ich in Rente und dann habe ich nichts zu tun, sondern muss vorher die Weiche stellen, dass man noch was zu tun hat, dass man Ehrenämter hat, dass man einfach unter Hülle kommt. Das haben Sie offenbar
ja sehr gut hingekriegt. Ja, wenn ich die Liste durchlese, was Sie alles heute so machen, wissen Sie, was Sie alles schon vorbereitet haben, dann haben Sie heute weniger Zeit als früher. Ja, insofern freut sich meine Frau darüber, dass ich hier nicht vom Besen rumspringe, wie jetzt bei Corona ungefähr, weil ich frage nicht, was gibt es zum Frühstück und was gibt es zum Mittag, das verkneife ich mir. Aber ist es schon anders, wenn man, ich sage mal, sein Leben lang, oder die letzten 30 Jahre immer aktiv war, immer irgendwo, wenn man auf einmal aufeinander hockt. Ja, man hat ein gutes Familienverhältnis, schöne Kinder. Das war lustig bei Ihnen, wenn ich zu Hause bin. Ja, das ist so. Meine Frau, Gott sei Dank, ich muss sagen, will ich mal ein Kompliment meiner Frau machen, die hat das alles auch mitgetragen, muss ich sagen. Also immer werde, sag mal, Wind unter die Flügel wieder gemacht und der Mensch, steh auf, marschiere los. Und insofern hatte ich ja schon während meiner Amtszeit, wo ich noch aktiv noch in der Politik war, habe ich natürlich auch, da kamen auch viele, die da müssen wir irgendwie Stadtsport und Vorsitz, oder du musst jetzt den Volkskongress geben für so Frau Zach oder Dieter, Mensch, du musst jetzt die Synagoge unterstützen, den Wiederaufbau. Dieter, du musst in die Deutsche Israelische Gesellschaft gehen. Dieter, du musst die Stiftung Herz, mein Freund Ulrich Braun, du lebst der Uniklinik, hat eine Herzstiftung ins Leben gerufen. Ich bin der Schirm an dieser. Da muss ich euch mal fragen, würde ich mal eine kleine Spende für die Herzstiftung geben können. Also insofern habe ich dem Rat, wie die Poltes folgen, viele Ehrenämter, wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht auf Zirkusmuseum auch noch, dass man sich nicht zu sehr verzettelt. Aber ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen frech. Ich nutze natürlich auch meine Kontakte. Wenn ich hingehe, steht ja nicht für den Geld, aber für den Verein oder was. Mhm. Wenn ich dann denke, alleine, was wir für die Synagoge mit Frau Zachow gesammelt haben, wir wollen ja 400.000 Euro beisteuern in den 20 Jahren, das immer noch nachmachen. Also 43.000 haben wir schon, also natürlich. Ja. Also beachtet, ich werde immer noch 60.000. Richtig. Wir wollen ja im nächsten Jahr, wenn es wieder geht, auf dem Domplatz ein großes, nach wenn die Musical-Saison zu Ende ist, den anderen Tag drauf wollen wir organisieren, ein großes Benefizkonzert nochmal, weil das alles denn da ist, die ganze Technik und Equipment da ist. Und da wollen wir uns mal quasi den Rest, die bis zu nur 400.000 zusammensammeln, was ihr uns gelingt. Da freue ich mich schon. Also insofern muss man immer aktiv und man bleibt, das kann ich nur den jungen Leuten immer auch raten, man bleibt auch jung, wenn man auch immer sich was vornimmt wieder. Also mein Tag ist strukturiert. Ja, also insofern gucke ich immer manchmal auf die Uhr, jetzt musst du wieder zur nächsten. Und wenn es der Sache dient, und ich würde sagen, die Ehrenämter, die ich da habe, gerade was mein großes Herz dran hängt, die Synagoge und natürlich Volkskongress dafür sorge, wo wir insbesondere natürlich internationale Jugendarbeit machen, wo wir junge Leute, gerade 75 Jahre Ende des Krieges, erinnert man sich ja immer wieder daran und viele Filme. Und wir bringen viele junge Leute auf die Kriegsgräberstätten, wo wir ihnen deutlich machen, was ist denn da eigentlich passiert? Warum liegen denn da hier, wenn man da in den Eisenstein in Holland 40.000 deutsche Soldaten liegen mit Kreuzen und die jungen Leute arbeiten 14 Tage auf den Kriegsgräberstätten und wenn die dann so ein bisschen die Kreuze da sauber machen und sehen dann die Geburtsdaten, Mensch, der ist ja 18, das ist ja 19, das ist ja mein Alter. Dann fängst du im Kopf an zu denken, Mensch, wieso, was ist denn das Signal, nie wieder darf sowas passieren. Insofern müssen wir die jungen Leute immer wieder darauf aufmerksam machen. Das ist unser Wichtigstes, dass Frieden da ist, Frieden, Demokratie und auch Verständigung. Und das ist das die wichtige Frage. Sowas wie 1939 bis 1945 darf nie wieder passieren. Und wir haben jetzt, machen wir auch nicht nur noch den Kriegsgräberstätten der Soldaten, sondern wir haben jetzt ein sehr schönes Projekt in Drakenstedt gemacht. In Drakenstedt sind im April 1945 58 KZ-Häftlinge bei den Trecks in Drakenstedt hängen geblieben, sind dann in der Scheune erschossen worden. Und wir haben mit dem Gymnasium in Wandsleben und dem Jugendclub Tenne, die jungen Leute haben sich mit der Geschichte beschäftigt, was da passiert ist. Und wir haben jetzt auf dem, schade, dass das durch die Corona-Geschichte nicht stattfand, Denkveranstaltung, wir haben jetzt eine große Legendentafel auf dem Friedhof in Drakenstedt installiert und haben also die ganze Geschichte, was passiert ist, dass man es dokumentiert. War nie. Da steht eine Säule, hier wurden von Faschisten 58 Menschen ermordet, das war es aber auch.
Aber welche Geschichte dahinter ist, das haben wir mit dieser Gedenktafel im Prinzip letztendlich auch nochmal dokumentieren wollen. Also das sind so Dinge, da merken Sie, dass da ist mein Herz dabei. Und das ist gerade entscheidend, wenn ich sehe, diese ganzen Kakeler teilweise heute, die diese Geschichte vereinfachen wollen. Geschichte kann man nicht einfach abschaffen. Wir müssen mit unserer deutschen Geschichte, die müssen wir leben. Und wir müssen es damit auch auseinandersetzen, weil das hat der Bundespräsident auch wieder wunderbar formuliert, jetzt Ende 75 Jahre Ende des Krieges. Das ist so meine innere Einstellung zu dem Thema, dass wir können alles machen, Corona, alles, aber wenn wir keinen Frieden haben und wenn wir wieder Diktatur hätten, all das ist doch das, was uns letztendlich... Kriegt man ein bisschen Angst, dass in der Corona-Geschichte doch der Nationalismus plötzlich wieder hochschwappt, dass weltweit plötzlich wieder Führer hochfähig wären, die sehr nationalistisch denken? Herr Jans, wir beide stehen ja mitten in dem, das macht mir am meisten Sorge, dass ich sag mal, Leute die Geschichte vereinfachen wollen und die Geschichte einfach umdrehen wollen und wollen nicht wissen, was im Namen Deutschlands passiert ist in den 12 Jahren. Ja, und wenn ich alleine sehe, wir haben das Riga-Komitee gegründet vom Volksbund. In Riga sind 11.000 deutsche Juden in den Wäldern von Wickernicki erschossen worden. Und wir sind jetzt Mitglied Magdeburg. In dem Riga-Komitee sind über 20 deutsche Städte, wo die Juden hintransportiert wurden nach Riga. Muss man sich mal vorstellen, die ersten deutschen Juden, die da ankamen, die sind gar nicht in das Ghetto gekommen, sondern die gleich am Bahndamm erschossen wurden. 1200, da gibt es auch eine kleine Gedenkstätte. Also das, wenn man das gerade mit jungen Leuten ihnen das erklärt, vernünftig pädagogisch aufbereitet das erklärt, dann haben wir schon eine ganze Menge erreicht, muss ich sagen. Mir macht das Angst, wenn da solche Krakeler sich hinstellen und wollen das alles im Prinzip zurückdrehen. Und da meine ich, da braucht unsere gesamte Gesellschaft auch, müssen wir auch wie eine Frau und ein Mann zusammenstehen. Und ich muss sagen, ich lobe, und darum mache ich das so gern hier bei der MWG, hier in der Stiftung mit, dass wir also auch ein Stückchen zeigen, die Gesellschaft ist nicht bloß schwarz-weiß, sondern hier passiert auch was. Wir sind da für Menschen. Und wenn ich das mit der Maskengeschichte sehe... Sie nehmen mir jetzt meine letzte Frage. Ich wollte ein bisschen positiv raus aus dem Gespräch. Ja. Das ist so, Sie sind ja auch Stiftungsmitglied der MWG-Stiftung. Wir sind ja bei der MWG. Also einen positiven Blick nach vorne. Die MWG hat gönnt sich so eine Stiftung, die Mitglieder haben das beschlossen und haben Geld gesammelt und neben den Erlös legen sie gut an und sie entscheiden mit darüber, wo das Geld hingeht. Das ist doch sicher eine schöne Aufgabe. Also ich fühlte mich, ich mal ein bisschen pathetisch sagen, ich fühlte mich geehrt, als Herr Fischbeck mich ansprach, ob ich Mitglied in der Stiftung werden will. Hängt vielleicht auch so mit meiner, das was wir vorhin erzählt haben, meine Einstellung zum Leben und was ich alles so gemacht habe. Das fand ich wirklich für mich bemerkenswert, gab für mich auch gar keine Frage. Und das, was wir dort machen in der Stiftung, sagen wir Bedürftigen zu helfen, auch mal links und rechts über den Tellerrand zu schauen, wie geht es denn anderen, wie geht es denen so gut, wie es mir geht. Und wenn wir da helfen können, natürlich ist das alles im bescheidenen Rahmen, was wir dort machen. Aber dieser bescheidene Rahmen hat aber auch eine unwahrscheinliche Außenwirkung. Dass die Leute sagen, Mensch, ja, das ist doch toll, das ist unsere Gesellschaft, die Gesellschaft, die sich auch für nach unten schaut, die auch den Bedürftigen helfen. Und mit diesen Masken genommen hat, das fand ich eine wunderbare Geschichte. Ja, aber gut, die Menschen sind so, wie sie sind. Der eine freut sich, der andere sagt, ey, warum habe ich nicht 2 gekriegt oder 3? Aber das ist doch wurscht. Wichtig ist, dass wir gemeinsam mit dieser Stiftung auch, ich sag mal, die Wirkung nach außen erzielen, dass unsere Gesellschaft auch lebens- und liebenswert ist und mit diesen kleinen Projekten, und wir haben ja viele kleine, schöne Projekte, ob das in der Küchler-Schule ist oder ein kleiner Sportverein, all die Dinge, das zeigt ja, wo die sagen, Mensch, ja, unsere Gesellschaft, gut, dass wir 75 Jahre in Frieden leben und dass wir in solcher freien Gesellschaft, in einer freien Demokratie leben. Das ist ein Stückchen Beitrag auch, glaube ich, was die Stiftung auch leistet damit. Und das ist also auch ein gesellschaftspolitischer Auftrag, so ein bisschen, den wir wahrnehmen. Schönes Schlusswort, Herr Steinecke. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
beim MBG-Nachbarschaftsverein Talk am Kachelum, den wir heute nicht haben. Wir sind hier sozusagen bei der MBG aus technischen Möglichkeiten. Sie waren sozusagen der Erste, den wir hier zum Gespräch gebeten haben. Nächste Woche haben wir immer wieder zu Gast. Einer der besten Kreisspieler der Welt aus den 18 Jahren, der ein bisschen plaudert über seine sportliche Karriere, was er heute so macht und was Corona mit ihm anstellt. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.